Digitalpianos für Fortgeschrittene. Das Kawai CA701 ist hier sicher eine der interessantesten Neuvorstellungen. Rein optisch ein klassisches Home-Piano, aber es hat jede Menge Details vom nächstgrößeren Topmodell CA901. Vor allem die hochwertige Echtholztastatur und das SKX-Rendering. Das haben wir ja schon viel gelobt. Ja. Hochauflösendes Klaviersounds, das ist schon eine tolle Sache. Im Vergleich zum Vorgänger ist hier nochmal verbessert der Sound der Lautsprecher. Mhm. Ich finde, das hört man auch gleich. Also auch hier im Raum verteilt sich der Sound über dieses 360-Grad-System super. Auf jeden Fall. Das Spielgefühl der Tastatur, Grandfield 3 heißt diese Tastatur aus Echtholztasten. Ja, ich bin gespannt, was du sagst. Mhm. Und lass einfach mal hören. Also ist schon krass, wenn man jetzt nicht dieses Instrument sieht, wenn man einfach mal so dem Sound lauscht, dann ist das ein super toller Konzertflügel. Also es nähert sich halt einfach immer mehr klanglich an, dass man es eigentlich kaum mehr auseinanderhalten kann, wenn man es jetzt nur hört, von einem Klavierklang, einem akustischen zu einem Digitalpiano-Klang. Und das ist natürlich schon toll, vor allem für den Preis natürlich. Ja. Absolut, oder? Ja. Also das kostet ja jetzt 3.600 Euro ungefähr. Mhm. Und das ist ganz klar kein Anfängerinstrument. Das Nein. ist für Leute, die schon ambitioniert Auf wirklich. Jeden Fall. Also muss ich dich auch nicht als Klavierlehrer fragen, ist das für einen Klavierunterricht geeignet? Das können wir abhaken, das ist auf jeden Fall geeignet. Also hier sprechen wir wirklich über, wie du sagst, ambitionierte Spieler, die vielleicht auch den nächsten Schritt gehen wollen, klanglich, aber auch vom Spielgefühl. Ja, absolut. Also man möchte sich ja auch annähern an eben dieses Klaviergefühl. Und das bringt diese Tastatur auch wirklich mit Ivory Touch und Druckpunktsimulation. Und es ist ja wirklich eine Echtholztaste, die über den Waagebalkenstift geführt wird und so wirklich ausbalanciert ist. Das spielt sich also auch schon wirklich edel. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Jetzt haben wir einen sehr schönen neuen Sound hier bekommen. Den hören wir die ganze Zeit. Genau. Wir nehmen gleich die App dazu, die man über Bluetooth ganz einfach verbindet. Das ist der Competition Grand. Mhm. Der wurde für einen Klavierwettbewerb ausgewählt. Und da haben die sich bei Kawai gedacht, auch den samplen wir gerade mal ab noch. Sehr gut, ja. War eine gute Idee, glaube ich. Ja. Wir können ja mal im Vergleich den Sound hören, den wir vom Vorgängermodell kennen. Mhm. Der ist ja auch noch drin. Also natürlich auch gut. Ich habe jetzt die Schwierigkeit zu sagen, das eine ist besser oder das andere schlechter irgendwie. Also sie sind alle gut. Das ist nur eine Geschmackssache vielleicht. Sie sind alle gut. Der Concert Grand ist natürlich ein super Sound. Mir gefällt jetzt dieser Competition Grand, ein bisschen besser. Ich finde ihn ein bisschen präziser vom Klang, aber auch so vom... Dieser Ton, der danach halt so minimal, das ist einfach noch ein bisschen exakter und noch ein bisschen präziser. Und also ich finde ihn schon ein bisschen besser und man merkt, dass sich was getan hat. Also es ist definitiv spürbar. Es sind Nuancen natürlich, wenn man die Sounds jetzt nicht tagtäglich oder kennt, dann ist es natürlich dann eigentlich nicht mehr so groß der Unterschied. Aber man merkt, Kawai hat auch da nachgebessert. Das muss man wirklich sagen. Das ist, also für mich klingt das auch deutlich besser, weil es nochmal von der Dynamik her viel mehr Nuancen hat und super von eben diesem Tonansatz wirklich schön ist und dann schön blendet in den Ausklang. Und das ist dann eben noch so über diese SKX Rendering Klangerzeugung ist es eben
dann noch so hochauflösend und sehr resonant. Also ja, man hat ja die ganzen Klangdetails eines Flügels, also Duplex Scale, also die Undamped String Resonanzen. Diese Funktionen, die kann man auch einstellen hier in der App. Das vom Piano Mode kommt man dann direkt hier in den Virtual Technician. Und dort kann man all diese Details nämlich einstellen. Zum Beispiel Noiseless, Deep Resonance. Vielleicht spielst du mal an. Schwingt schon ein bisschen. Klingt schon auf jeden Fall anders, ja. So, brillant. So, jetzt ist der ganze Flügel eben auf brillant intoniert. Das finde ich auch phänomenal, ne, dass man hier so intonieren kann. Ja, funktioniert. Also man merkt sofort die Unterschiede super, und kann den Klang eigentlich in Echtzeit wirklich sehr diffizil verändern. Ja. Und das waren jetzt wirklich auch nur Presets, die man hier abrufen kann. Ja, ja. Man kann auch in die einzelnen Details auch noch gehen, also dass ich zum Beispiel Resonanzen ganz rausnehmen kann. Also manche Leute sind ja auch irritiert zum Beispiel von diesem Nachklingen, ja, weil sie ein echtes Klavier gar nicht kennen vielleicht nicht wissen, dass das dazugehört. Ne? Ja. Aber natürlich gehört dieses ganze Seitenresonanzding und gehört dazu. Definitiv. Und das macht wirklich diese Rendering-Klangerzeugung ganz toll. Auf jeden Fall. Ja gut. Das ist alles sehr schön, aber wir haben den Klassiktest. Ganz wichtig. Da bin ich sehr gespannt. Für den Klassiktest, den jedes Piano bestehen muss, habe ich mir zwei kleine Stücke ausgesucht aus den Diabelli-Variationen. Das ist der Diabelli-Walzer und eine Variation davon von Schubert. Letztens hat mich jemand darüber aufgeklärt, dass es nicht von Beethoven ist, diese erste Variation, die wir benutzen, sondern das ist die originale vom Diabelli. Ich bin kein Klassikexperte, du weißt es. Ordentlich. Diese Dynamik, die man da entwickeln kann, das ist wirklich toll. Auf jeden Fall, ja. Also sehr ausdrucksstark. Aber jetzt spielen wir die etwas verhaltene von Schubert. Mal gucken, was da geht. Das funktioniert auch ganz schön. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass bei diesem neuen Competition Grand etwas weniger Hall dabei ist. Und dadurch man etwas mehr, das daher kommt vielleicht auch dieser Zuwachs an Kontrolle, dass man, wenn zu viel Hall ist bei einem Klang, dann ist oft so, dass das ganze Ding verschwimmt. Dann hat man noch ein bisschen Pedal und eigentlich hört man gar nicht mehr, wie der Klavierklang ist. Wird ja gern gemacht bei Digitalpianos. Ja, und vor allem in der Klassik wird es gern gemacht, dass man unheimlich bei den Aufnahmen viel Hall benutzt, damit das einfach einen so eine Melange gibt. Und hier ist es etwas weniger Hall und mir gefällt es total gut. Also ich finde es ist mir als erstes aufgefallen, als ich den neuen Klang gespielt habe. Ja, man hat auch das Gefühl, dass man so diesen Klangraum vom Flügel vor sich hat. Also mehr will man ja gar nicht. Das stimmt, ja. Also es funktioniert hervorragend und diese Tastatur spielt sich einfach total gut. Das ist ein Traum. Das ist wirklich super gemacht. Schauen wir nochmal nach den Sounds. Hier gibt es verschiedene Menüs, die man, also Recently Played, Recommended, Classic, Jazz, also. Und dann gibt es All Sounds, da kann man sehen, da gibt es auch einige Sounds, die man hier mal ausprobieren kann. Es gibt sehr viele akustische Klaviere nach allen möglichen Genres. Und dann gibt es hier eben auch E-Pianos. Musik
würde ich sagen. Sehr schön. Schön. Also gehört ja bei jedem Digitalpiano dazu. Schönes Rhodes. Also schon cool. Das klingt schön holzig, finde ich. Es hat nicht so viel Glocke, ja, in dem Sound. Aber das gibt es bestimmt auch. Wo haben wir es? Vielleicht dieses? Ach so, das ist so ein FM-Piano. Standard. Gehört auch dazu, auf jeden Fall. Reed. Ein Wurlitzer-Piano, wunderschön. Sehr cool. Super. Wirklich gut. Tolle Sounds. Also das klingt alles hochwertig. Für ein Digitalpiano sind es auch sehr gute E-Piano-Klänge. Also das Paket ist klang- und soundmäßig krass rund. Also sehr viele Orgeln haben wir da, auch Sakralorgeln. Also wirklich sehr, sehr viele Presets. Harpsichord, Vibraphon und dann gibt es noch Bassgitarre, also für die Split-Sounds. Mhm. Man kann ja auch dann Sounds layern. Diese Rendering-Klangerzeugung, die kann man nicht layern mit anderen Sounds. Da muss man in den Sound-Mode gehen und dort hat man jetzt eine Dualfunktion. Mhm. Da habe ich jetzt das Electric Piano von eben nochmal und dann haben wir da Slow Strings darunter. Ganz nett eigentlich. Ja. Schön. String Pad, Warm Strings, das würde vielleicht besser passen. Und dann kann man noch die Balance einstellen. Ah ja. Und man kann es sogar dramaturgisch einsetzen. Stufenlos, ja. Ja, schön. Ist alles super. Gibt's tolle Möglichkeiten. Also das mit der App finde ich auch klasse, dass man da so, eigentlich macht das ganze Instrument sehr transparent. Man findet alle Funktionen hier drüber über diese Piano Remote App. Die gibt es kostenlos für Android- und iOS-Geräte. Verbindet sich über Bluetooth MIDI mit dem Piano. Dann ist dieses Display sozusagen stumm geschaltet. Ja. Das Ganze könnte man natürlich auch darüber haben. Ja. So. Aber ich glaube, wir können unser Fazit fassen. Ich bin begeistert davon. Also das ist ja immerhin noch ein klassisches Digitalpiano. Tolles Lautsprechersystem. Also es hat eine tolle Klangabstrahlung, finde ich. Und dann, die Klaviersounds sind einfach krass gut. Einfach toll. Man kann eigentlich sagen, was sehr gut war, wird noch besser. Eigentlich ja. Klanglich, Tastatur, aber auch Soundsystem einfach super. Ich finde es auch toll, dass es jetzt auch irgendwie nochmal ein Ticken gefühlt höher ist. Also man hat hier einfach die ganze geballte Energie von dem Instrument vor sich. Und ja, einfach toll. Ja, super.